Einen wunderschönen guten Tag. Wir spielen weiter mit Lego Star Wars Castaways. Let's go. Alles klar. Beim letzten Mal hatten wir hier am Ende noch quasi so eine richtige Mission aus Episode 4 bekommen. Und da schauen wir jetzt rein. Ich bin mal gespannt. Codex Archiv. Verheerender Schlag der Rebellen. Die Tante 4, das Schiff von Prinzessin Leia Organa von Alderaan, wurde vom Imperium unter dem Kommando von Darth Vader aufgebracht. Können wir das gar nicht noch nicht spielen? Oh, sagt er nochmal was dazu, oder wie? Eine neue Machtanwenderwaffe wurde freigeschaltet. Sie hat eine Doppelklinge, also sei vorsichtig, wenn du mit ihr kämpfst. Oh, wir kriegen immer ein cooles neues Lichtschwert, oder was? Besiege mit ihr 10 Imperiale. Ich werde von hier aus zusehen. Nee, aber wir dürfen doch nicht das... Alter, guck mal, hier sind die Lichtschwerter. Oh doch! Oh mein Gott! Wir kriegen das Darth Morley. Jo, was? Cool! Aber hier gibt's noch andere, guck mal. Ach doch, guck mal, jetzt ist hier die Mission. Das Imperium hat Prinzessin Leias Raumschiff, die Tante 4, erobert. Oh ja, okay, das war aber ganz komisch. Das war ganz komisch. Wie der Borg da rumspielt. Das war ganz komisch gestaltet, dass man das erstmal so durchlesen konnte und dann jetzt nochmal die Mission spielt. Ich weiß nicht. Oh, wir sind auch schon die ersten Gegner. Alter, yo, jetzt Lichtschwert-Action. Lichtschwert-Action. Hey, da ist einer von Hort, einer der Truppler. Alter, ist das cool. Wir können reflektieren mit dem Lichtschwert sogar. Oh, das ist ja cool. Oh, und hier ist auch einer der Kerne. Hab ich gar nicht gesehen. Er ist den ersten Hammer. Ah, guck mal, hier gibt's auch Rätsel. Ah, man muss da das Ding draufschieben bestimmt, oder? Ja, sowas ist doch ganz cool. Classic Lego-Rätsel. Yes, cool. Kann die Mission auch irgendwie tatsächlich hier im Koop spielen? Das geht auch. Müssen wir auch mal gucken, dass wir das mal machen. Oh, halt, wir können auch hier lang. Guck mal, wie cool der läuft mit dem Lichtschwert. Das ist super geil. Das sind Rebellenfreunde. Hallo, Rebellenfreunde. Kommen die jetzt von hier? Jo. Warte mal, können wir die hier hinten hinlocken? Schießen die dann? Ja, Mann, der hilft mir. Das ist ja mega cool gemacht. Okay, das finde ich mega geil. Ich frage mich, ob man hier auch irgendwie gegen so einen... Ah, hier dürfen wir noch nicht weiter. Ob man hier auch gegen den Darth Vader oder sowas kämpfen wird später. Ein bisschen komisch, dass wir jetzt das rote Doppelklingenlichtschwert bekommen haben, oder? Was ist das? Irgendein Machtanwender? Was ist das denn? Ist das Obi-Wan? Obi-Wan Kenobi? Ich befreie dich, mein Freund. Bist du es? Ist das ein Java oder was ist das? Wir können ihn besiegen. Ich glaube... Ich hoffe, das war nicht Obi-Wan. Ich glaube, hier ist der zweite Kern irgendwo, ja. Boah, was? Gegen Clanker? Okay, das ist cool. Dass das hier so geremixed ist irgendwie, ne? Das sind zwar irgendwo die Missionen aus den Filmen, aber da sind ja auch die Piloten. Die haben wir doch gesehen am Anfang. Helft mir doch, Leute. Sind hier auf der Brücke anscheinend. Aber die sind aufgearbeitet hier mit so, ne, mit verschiedenen Gegnertruppen und so. Das ist cool. So, Leute. Wir haben beide Angst vor dem Borg. Wieder wegläuft. Das ist gut. Ach, ich glaube, jetzt ist die Barriere verschwunden, die wir vorhin gesehen haben. Ne, wir laufen da wieder hin. Ja, tatsächlich. Hey, Leute. Na, was geht denn ab? Wir noch gar nicht die Macht benutzt. Ich glaube auch, das Lichtschwert macht deutlich mehr Schaden jetzt als der Stab. Ne? Jetzt habe ich nicht mehr so viele Probleme wie beim letzten Mal. Wo müssen wir lang? Hier? Hier. Die Borgs greifen mit an. Ich sehe mal so ein Tarskin-Räuber mit spawnen. Finde ich irgendwie richtig witzig. Ich will auch unbedingt nochmal eine andere Ich will nochmal eine andere Machtkraft kriegen. Das wäre mega cool. So, die Feinde haben wir. Der Kern ist offengelegt. Okay, den können wir zerstören. Aber ich glaube, wir können uns hier sogar nochmal ein bisschen umgucken, oder? Oh! Zack, und da packt sie die Pläne rein. Oh, guck mal hier. Also erstens der Alarmsound und zweitens hier diese ganzen Anzeigen und so. Das ist echt cool. Hier hat man den Alarm richtig. Ich wollte gerade sagen, das ist doch der Gang, oder? Der Anfangsgang aus Episode 4, wo die Tür aufsprengen. Oh, jetzt sogar noch eine Sequenz am Ende. Ah! Also doch so eine richtige Story-Mission. Boah, sieht das cool aus mit dem Lichtschwert. Oh ja, und jetzt haben wir wieder ganz viele neue Aufträge bekommen oder Sachen, wo wir hingehen können, glaube ich. Ich brauche deine Hilfe. Martentap und Olevin Drektek, zwei unserer hartnäckigen Störenfriede, gehen sich mal wieder an die Kehle. Ich fürchte, dieser Kampf könnte durch eine fürchterliche Verwechslung ausgelöst worden sein. Sprich mit Mr. Tap.
Okay. Oh, der ist hier an der Bar, oder was? Geil, ne, mein Freund? Oliver Dreadrack nennt mich ein Lügner. Wie kann er es wagen? Hat gesagt, dass mein Essen nach etwas schmeckt, das ein alter Imperialer lieben würde. Als ob er das wissen würde. Ha! Ich weiß, dass Mos Eisley einst Sturmtruppen wimmelte. Vielleicht kannst du einen dazu überreden, ein paar imperiale Rationen rauszurücken. Sammle Daten über imperiale Rationen. What? Okay. Ah, und jetzt sind wir Level 6. Das heißt, wir können jetzt hier zum Hosenhändler. Hallo, mein Freund. Willkommen bei Grinotos Waren. Jo, aber ich habe leider überhaupt nicht genug für deine Hosen. Ich will auch endlich mal ein anderes Shirt haben. Das ist viel wichtiger. Weil ich glaube, die kann ich mir auch noch nicht leisten. Ne? Nee. Also mein Aussehen muss ich auf jeden Fall noch verbessern. Da geht noch einiges, du. Alles klar, wir sollen erstmal diese Ration sammeln. Da können wir sowieso unseren Jedi leveln. Von daher, alles cool. Mos Eisley, manche sagen, dass man nirgendwo mehr Abschaum und Verkommenheit versammelt findet. Da ist Han Solo! Und Greedo! Und der Barkeeper! Oh mein Gott, was treffen wir denn jetzt alles für Leute hier? Das ist ja mega cool! Da ist Greedo! Er will mich abknallen! Greedo, was habe ich denn nur getan? Er ist tot. Oh, ein Gamorianer auch. Da ist schon wieder Greedo! Das Imperium ist hier! Ich sehe schon, Greedo ist anscheinend einfach der Standard-Rodianer hier. Die sind halt einfach da. Aha. Wollte gerade sagen, da sind auch schon wieder Dialoge. So, der macht Schub. Was ist das denn für ein Riesentor? Können wir das hier einfach öffnen? Aber ich glaube, das ist nicht der Weg. Da ist der Falken! Oh mein Gott! Cool. Oh, hier werden auch welche abgesetzt. Jetzt machen wir locker platt. Ich glaube fast wirklich, das ist deutlich leichter geworden seit dem letzten Mal. Weil wir jetzt einmal ein Lichtschwert haben. Bin trotzdem gespannt, was das Einzelklingen-Lichtschwert kann. Da gab es ja auf jeden Fall ein blaues, was man relativ schnell bekommen konnte. Hier sind auch nochmal ein paar Speeder. Tja, aber sonst können wir hier erstmal noch nichts machen. Vielleicht müssen wir erstmal Han Solo treffen. Irgendwo war der ja auch in der Kantina. Korruptionskern zeigt auf jeden Fall, da oben sonnt sich einer. Der macht auch gar nichts, der sitzt da einfach. Guck mal, wie cool. Guck mal da. Die essen da und trinken. Der hat seinen Hotdog in der Hand. Das ist mega, was auf den Dächern passiert. Oh, ach, guck mal. Und hier ist auch schon der Korruptionskern. Das heißt, wir verkloppen wieder ein paar Taskenräuber, liebe Kinder. Ja! Cool. Die auch ihre coolen Cycler-Gewehre haben. So, den schubst du ins Feuer. Ach, guck mal. Das geht dann weg, das Feuer, wenn man den da reinschubst. Ach so. Ah, da gab es doch schon mal ein paar Rätsel. Da habe ich mich gefragt, wie löst man das? Interessant. So. Ah, weg mit dem Kern. Ja, Zwischensequenz. Die Mühle ist ja nur Schrott. So, mein Freund, da haben wir deine Aufgabe doch erfüllt. Aha, da bist du ja. Hast du die imperialen Rationen gefunden? Gut, gut. Willst du mir einen Gefallen tun und Owen zeigen, wie er falsch lag? Ach, das ist der hier, der Mon Calamari. Wollte mich vergiften, berichte das lieber Tutor. Ich schlage vor, dass du nach Mos Eisley zurückkehrst und siehst, ob du die korrupten Rezepte findest. Vielleicht hat Barton eins davon benutzt. Okay. Aber bevor wir das jetzt machen, holen wir uns aber erstmal ein Klonkrieger-Outfit. Da habe ich Bock drauf. Will dieses Set auf jeden Fall fertig kriegen. Ah, das sind auch schon die ersten Sturmtruppler. Na, kommt nur her, Freunde. Ja, war es das schon? Haben wir ein Sturmtruppenrezept? Können wir jetzt direkt wieder raus? Ich weiß es halt nicht. Wir gucken einfach mal. Ja, das ging jetzt ja sehr schnell dann. So, mein Freund. Du hast das Rezept für die Suppe gefunden? Super. Oh, ich bin also einem korrupten Rezept gefolgt. Meine armen Kunden. Lass Oliver wissen, dass es jetzt wieder ein besseres Abendessen gibt. Ich werde mich nicht noch einmal vergiften lassen, außer... Das Essen ist kostenlos? Ah, natürlich. Ich brauche jetzt etwas Unerwartetes, einen Vorgeschmack an Gefahr, wenn man so will. Endor, ein Waldmond, der wahrscheinlich an lebenden Tieren nur so gewimmelt hat. Glaubst du, dass die imperialen Offiziere eine Liste von der lokalen Tierwelt mit sich führen? Wir sollten es herausfinden. Oh Mann, und jetzt müssen wir wirklich für den ein neues Rezept finden, dass der den anderen zufriedenstellen kann. Na, supi. Alles klar, den Streit von den beiden werden wir noch schlichten, aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Da wird der gute Mann eine Köstlichkeit von Endor bekommen. Und von daher, ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Wir schauen beim nächsten Mal aber, denke ich, erstmal in die Fahrzeuge rein, weil da sind wir immer noch ganz am Anfang. Und von daher, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.